Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, meine Vorrednerinnen und Vorredner, über die Geschichte Entwicklung der Heilpraktikergesetzes sehr viel gesagt. Deswegen muss ich nicht wiederholen in dieser späten Stunde. Aber viele Menschen sehen natürlich die Heilkunde als eine Alternative ganzheitliche Behandlung, egal ob wir wollen oder nicht. Es gibt Millionen Menschen, die sich natürlich zu der Behandlung der Heilpraktiker geben. Grundsätzlich sehen wir auch diese Komplementärmedizin tatsächlich eine Ergänzung der Schulmedizin. Nicht Staatsschulmedizin, sondern eine Ergänzung. Und tatsächlich hat die Frau Schneider SGB 5 erkannt, hat auch diese Behandlungsmethoden, Arznei- und Heilmittel, besondere Therapierichtungen auch anerkannt. Auch sehr viele Kassen haben auch ihre Leistungsangebote in der Richtung weiterentwickelt und mittlerweile verschreiben auch sehr viele Ärztinnen und Ärzte auch solche alternative Medikamente. So gesehen müssen wir, wenn wir das diskutieren, alle diese Realitäten natürlich mit berücksichtigen. Wichtig ist allerdings für uns eine hohe Qualität der Behandlung und Patientensicherheit im Vordergrund zu stellen. Natürlich ist das auch die Aufgabe des Bundes, bundesgesetzlich einheitlich zu regeln. Das ist ja Heilpraktikergesetz, ist eben ein Bundesgesetz. Durchführung wird es über Land den Kommunen, Gesundheitsämtern übertragen, aber grundsätzlich muss man auf der Bundesebene darüber diskutieren, wo und in welche Richtung das geändert werden muss. Und ich glaube, das Problem liegt auch da, dass weil die Bundesheilpraktikergesetz tatsächlich keine Vorgaben erhält, welche Grundwissen, welche Kompetenzen Heilpraktikerinnen und Praktiker haben müssen. Auch die Zugangsvoraussetzungen sind eigentlich nicht erwähnt. So gesehen, die beste Heilpraktikergesetz regelt weder bestehende, weder die Ausbildung noch die Anforderungen, die eine Ausbildungsstätte erfüllen müssen. Und auch die staatliche Anerkennung von Heilpraktikerschulen existiert in der Bundesrepublik nicht. Die sind private Schulen, die besucht man freiwillig, muss man auch nicht, damit man diese Prüfung im Gesundheitsamt bestehen kann. Das kann unterschiedliche Ausmaße nehmen. Alleine in dem Psychotherapiebereich gibt es wirklich solche Schulen innerhalb 6 Monaten, die Heilpraktiker so weit ausbilden, dass sie diese Prüfung bestehen können. Und danach nennen sie Psychotherapeuten. Und das ist schon ein natürlich Problem, weil wenn man in der Bundesrepublik regelrecht Psychotherapie anbieten kann, muss man zuerst entweder Medizin, Psychologie oder Sozialpädagogie studieren, danach Zusatzausbildung, entweder verhaltenstherapeutisch oder psychoanalytisch 5 bis 6 Jahre, 1 Jahr klinisches Jahr machen und dann dürfen Sie sich Psychotherapeuten nennen. Und dann müssen Sie, wenn Sie auch Praxis öffnen wollen, nach dem neuen Psychotherapeutengesetz, die sind Ärzten gleichgestellt, nochmal eine Approbation bekommen. Und diese Diskrepanz zwischen den Heilpraktikerinnen und diese medizinisch ausgebildeten Heilerinnen oder Ärztinnen und Ärzte ist enorm. Deswegen ist ein Handlungsbedarf da. Aber bevor man wirklich, was weiß ich, weil man die Gesundheitsministerin irgendwie angreifen möchte, Schnellschüsse machen, sondern wirklich eine Anhörung machen und darüber diskutieren, wo ist der Änderungsbedarf da, was kann man sinnvoll machen und dann können wir, ich glaube, auch gemeinsam im Gesundheitsausschuss einen Konsens darüber herstellen. Ich freue mich auf die Diskussion im Gesundheitsausschuss und wir werden die Überweisung des Antrages natürlich zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Arif Ünal.